Am 12. Spieltag der Regionalliga Südwest traf der VfB Stuttgart 2 vor 492 Zuschauern auf TuS Koblenz. Der Ball kommt rein und dann liegt der Ball auch schon im Tor nach 12 Spielminuten. Pascal Breyer ist der Torschütze zum 1:0. Hier, der Ball sollte wahrscheinlich ein Schuss werden, dann wird er abgefälscht und Pascal Breyer steht da, wo ein Stürmer einfach stehen muss. Dann Ecke für TuS Koblenz und da ist das 1:1 in der 42. Minute, erzielt durch Marco Müller. Ball segelt rein. Dann wieder der VfB in der 57. Minute. Der Ball kommt nach außen. Der Schuss kommt, abgeblockt und 2:1. Wieder ist es Pascal Breyer. Er trifft einfach, wie er will. Und dann der Schuss und 2:1 und damit ist es der Sieg.